Miranda sagt, wir beginnen erstmal mit Wirbelübung oder Wirbelbewegung, die auch erstmal so vor allem das Handgelenk aufwärmen und in Bewegung bringen. Und zwar können wir direkt anfangen mit Wirbeln aufwärts und abwärts gleichzeitig. Genau, das geht auch ein bisschen stärker. Das darf ich natürlich dazu beliebig bewegen. Ich bleibe eigentlich nie an Ort und Stelle stehen. Fühle ich mich immer wie eine Salzsäule. So. Und wenn ich jetzt die rechte Hand oben habe und die linke Hand unten, dann ich mache jetzt einmal kurz die Bewegung der rechten Hand, dann mache ich die Wirbelbewegung jetzt in der Diagonalen und komme links an. Also so. Und kann dann wieder einfach öffnen. Hab dann die Bewegung wieder, die Diagonale. Oder ich wechsle dann in die Gegendiagonale, dass ich im Loading 6 ankomme, von rechts und von links. Das heißt, die Hand, die von oben kommt, wechselt immer unter den anderen Arm. Die Hand von unten kommt, geht einfach wieder zur eigenen Schulter hoch. Hier. 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 Switch. Rechts nach links. Jawohl. Gut. So, jetzt verbinden wir das Ganze miteinander und zwar machen wir jetzt einmal runter, einmal hoch, einmal in die Diagonale. Jetzt startet das Ganze auf der anderen Seite. Einmal runter, einmal hoch, einmal in die Diagonale. Alles geht. Auf, ab und diagonal runter. Auf, ab, diagonal runter. Eins, zwei und drei bringt den Stock dann ins Loading 6. Eins, zwei und Loading 6. Eins, zwei, Loading 6. Eins, zwei, Loading 6. Loading 6. Eins, zwei, Loading 6. Okay, wenn wir schon im Loading 6 sind, machen wir noch einen Durchgang Redondo. Das heißt, alle 6 Schläge. Wie im Six Counts in Avali, aber jetzt im fortlaufenden Flow. Okay, und dann verbinden wir alle drei Elemente. Das heißt, ich starte offen. Oben eine Hand unten, dann gehe ich 1, Positionswechsel, 2, Positionswechsel, 3, Loading 6, jetzt bin ich auf links. Jetzt mache ich einmal das Redondo, kommt er durch, bis ich wieder links ankomme und dann startet das Ganze von vorne. Also auf und ab, Loading 6 und einmal Redondo, bis ich wieder auf der rechten Seite angekommen bin. Dann habe ich hier 1, 2, 3 und 4 ist das komplette Redondo. Dann wieder 1, 2, 3, Redondo ist die Nummer 4. Und 1, 2, 3, Redondo. 1, 2, 3, Redondo. 1, 2, 3, Redondo. 1, 2, 3, Redondo. Und nochmal 1, 2, 3, Redondo.
Okay, super.